Das Land am Neusiedlersee lädt ein. Hier kann man wunderbar essen, modern oder rustikal. In kleinen, beschaulichen Dörfern oder modern und draußen am See. Hier kann der stressgeplagte Großstädter seine Seele baumeln lassen, jeder ganz nach seiner Fasson. Was aber für alle Besucher dazugehört, und das ist fast zu selbstverständlich, um es zu sagen, das ist der Wein. Er hat die Landschaft geprägt, die Kultur bestimmt und uns so manchen hervorragenden Tropfen geschenkt. Vor über 2000 Jahren haben die Römer die Weinrebe ins Burgenland gebracht. Seitdem hat sich die Weinkultur hier stetig weiterentwickelt. Das Weingut Höppler ist eines der modernsten und größten in der Region. Doch auch hier ist es der Erfahrungsschatz des Kellermeisters, der für die exzellenten Weine bürgt. Dieser Rotwein braucht noch Sauerstoff, wird daher, wie es in Kennerkreisen heißt, umgezogen. Und deswegen jetzt umziehen mit der Luft, ob der CO2 geht raus, und ein bisschen Makrooxidation machen, dann geht rüber in den nächsten Tank, der Rotwein. Am Ende lagern die edlen Tropfen, wie schon bei den alten Römern, in Eichenfässern. Denn nur hier bekommen sie ihren einzigartigen Geschmack. Begleitet werden die Weine bei dieser Reifung vom Kellermeister, der sie immer wieder prüft. Der Rotwein braucht Sauerstoff, deswegen sind sie ins Barrique-Fass. Nach 2 Jahren im Fass werden die Weine in Flaschen abgefüllt und in die ganze Welt exportiert. Das Weingut Höppler zählt gehobene Restaurants und amerikanische Edelhotels zu seinen Kunden. Sie bekommen hier sozusagen per Flaschenpost ein Stück burgenländische Lebensart, jahrtausendealte Tradition in der Modernen weiterentwickelt. Und sie bekommen ganz sicher eine Flasche exzellenten Wein.